Hallo und herzlich willkommen zu Spotlight aus Berlin, der Hauptstadt und meinem neuen Zuhause für jetzt rund einen Monat schon. Mir gefällt es sehr gut und ich habe auch schon einige Schweizer getroffen, unter anderem die Berner Sängerin Fanny Lüscher, die sich da gesangsmässig wirklich langsam etwas aufgebaut hat. Und die treffen wir gerade ihrem Lieblingscoiffeur, laufen ein bisschen durch die Strassen und philosophieren über das Leben hier. Fanny Lüscher ist mittlerweile in Berlin angekommen. Sie verdient hier ihr Geld als Sängerin und Songwriterin und kann sich ein schönes Leben ermöglichen. Sich in der 3,5-Millionen-Stadt durchzusetzen, ist aber nicht ganz einfach. Die Bevölkerung ist international. Hier muss man sich gegen die Kreativen aus New York, London oder Amsterdam behaupten. Auf den ersten Blick ist alles cool, auf den zweiten erkennt man aber schnell. Um es in Berlin zu schaffen, braucht es viel Disziplin. So, Fanny und ich, wir haben es uns jetzt gemütlich gemacht, so richtig klischeehaft vor der Berliner Mauer, zumindest den Überresten. Fanny, jetzt eben, ich bin gerade erst angekommen vor einem Monat und finde mich da noch ein bisschen zurecht. Es ist ja wirklich eine grosse Stadt. Ich weiss nicht, wie dir das gegangen ist am Anfang. Bist du auch teilweise leicht überfordert mit dieser Summe an Informationen? Also auf jeden Fall, ich bin angekommen und das erste halbe Jahr war sehr schwierig. Ich konnte mich zurechtfinden. Ich habe nicht wirklich viele Leute kennt. Und ich muss sagen, jetzt nach 5 Jahren ist es für mich wirklich wie ein Zuhause. Es ist lustigerweise, sage ich mittlerweile, Berlin ist ein Dorf. Ich treffe auch immer wieder gleiche Leute. Man weiss so ein bisschen, was wo ist. Und ja, für mich ist es jetzt halt einfach mein Zuhause geworden. Jetzt, du hast es jetzt in den letzten Jahren aber doch eben geschafft, dich zu etablieren. Du bist angekommen, bist happy. Aber wie war das beruflich für dich so ein bisschen der Weg? Also am Anfang sicher nicht so einfach. Und wo bist du jetzt heute, wenn du so ein bisschen zurückschaust? Also, wenn man aus der Schweiz hierher kommt, selbst wenn man in der Schweiz so etwas schon gemacht hat und dann auch sagt, ey, meine Songs laufen im Radio, das interessiert einfach keine Sau. Also, du musst hier wirklich von vorne anfangen. Und wie gesagt, am Anfang war es sehr schwierig. Und jetzt mittlerweile muss ich sagen, ich bin froh, dass ich es durchgezogen habe, weil es langsam wirklich fruchtet. Vielleicht noch etwas zu Berlin. Du betonst auch immer wieder, du vermisst die Schweiz, du hast die Schweiz auch gern, du kannst dich damit voll identifizieren, lebst aber trotzdem freiwillig da und möchtest ja, glaube ich, auch nicht zurückkommen. Was macht die Faszination aus? Die Faszination ist, dass es einfach nie langweilig wird. Ich habe immer wieder Orte, wo ich plötzlich neu entdecke und denke so, hä, ist das schon hier gewesen? So nach 5 Jahren. Es gibt so viele verschiedene zu sehen, aber es gibt Friedrichshain, wo die Leute vielleicht so ein bisschen freaky getroffen sind. Dann kann man auch Kudamm, da ist es ein bisschen Bahnhof-Style-mässig. Wenn ich in der Schweiz bin, genieße ich es extrem. Ich finde es wunderschön, auch meine Familie und Freunde. Aber ich könnte jetzt nicht mehr momentan in die Schweiz ziehen. Und da ist Fanny nicht alleine. Aus einer Statistik der Konsularischen Direktion für Auslandsschweizer Beziehungen geht hervor, dass sich 2012 rund 80.000 Schweizer in Deutschland wohnhaft gemeldet haben. Als Sängerin in Berlin braucht es Durchhaltevermögen und Selbstbewusstsein. Ein Ort, wo sich Musiker und Sänger treffen, sind die Noisy Rooms. Wir lassen uns den Kreativkeller von Fanny zeigen. Jetzt die Noisy Rooms, ist das so typisch für Berlin oder ist das so ein Geheimtipp, den man zuerst finden muss? Ich glaube, es ist schon eher noch ein Geheimtipp. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere, aber ich habe lange gesucht. Ich habe zuerst einfach irgendwie einen Proberaum gesucht. Oh mein Gott, wo muss ich da her? Wo ich nachher gesehen habe, dass man eben hier wirklich stundenweise mieten kann und alles vorhanden ist. Du kannst ein Mikrofon mieten, du kannst eine Gitarre mieten, überall in jedem Zimmer sind Schlagzeug vorhanden. Perfekt für jeden Musiker. Und es ist auch wirklich günstig. Also irgendwie, ich glaube, 4 Euro pro Stunde. Ja, das ist wirklich so, auch nur schon, wenn du hier reinläufst. Also ich glaube, für jedes Kreative und Musikerherz ist wirklich so, dass die Erfüllung schlechthin. Du hörst so ein bisschen dort, ein bisschen diesen Sound, da ein bisschen dort, überall Instrumente. Also da musst du eigentlich kreativ werden. Hast du damals auch so Begegnungen mit verschiedenen Musikern? Das ist wirklich das Lustige, weil ich hierher komme und habe niemanden kennt. Und mittlerweile besteht meine ganze Band aus Leuten, die ich hier kennengelernt habe. Also das ist perfekt. Auf jeden Fall. Ja, das klingt wirklich sehr gut. Eben auch, dass es preiswert ist. Also ich glaube, Berliner und die Deutschen machen fast noch ein bisschen mehr für Musik- und Kunstszene wie bei uns. Jetzt noch ein bisschen mehr zu deinem Sound. Jetzt erzähl uns doch mal ein bisschen, was momentan ansteht, was du gerade am machen bist, wie dein Sound heute tönt. Der nächste Song, den ich jetzt auch ein Video drehe, der heisst Berlin City. Und das ist so ein Hommage an Berlin, lustigerweise. Und das habe ich zusammen gemacht mit einem jungen deutschen Rapper. Ich habe mal das mischen, ich singe auf Englisch und er rappt auf Deutsch. Und ich finde, das ist eine ganz lustige Kombination. Und da werden wir jetzt eben ein Video drehen, Anfang Juli.
wo wir auch so ein bisschen die Zeiten von Berlin werden darstellen. Spotlight! I know the world feels cold. You'll never get what you want. Hold your head high, just go on. Walk on, move along. You gotta make it right. And you will touch the sky. So gut, Fanny. Yeah! Ja, ich bin jetzt halt ein leisiges Publikum, aber es begeistert. Und ich hoffe, es hat auch euch gefallen. Das war nämlich von Spotlight aus den Noisy Rooms mit der Fanny Lüscher aus Berlin. Wir haben eine super Zeit gehabt, werden wir auch weiterhin. Wir gehen jetzt noch eins nehmen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. I want that Spotlight!